Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind keine Einzelkämpfer. Das hat sich heute gezeigt. Wir sind eine starke Mehrheit. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Sie heute alle gekommen sind, weil es uns, die Regionalen, Jürgen Banzer und mich, stärker macht, stärker in den regionalen Gremien. Denn es gibt gute Gründe, gegen das Vorhaben der Stadt Frankfurt hier eine Trabantenstadt vor unseren Toren zu errichten. Und ich möchte Sie bitten, weiter mit uns zu kämpfen gegen diese Josefstadt, gegen die Trabantenstadt westlich der A5. Ich will Ihnen zwei Gründe sagen. Der erste Grund ist, und den hat Jürgen Banzer auch schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, neben einer 10-spurigen Autobahn zu wohnen. Und ich möchte das auch keinem anderen Menschen zumuten. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir dieses Ansinnen ablehnen. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Und der zweite Grund ist, dass es eben eine hohe Verdichtung ist. Dass es eben eine 6-geschossige Bebauung ist, die da auf uns zukommt. Und die uns, glaube ich, in dieser Massivität, in der Selbstständigkeit der Gemeinden, der Stadt Steinbach und der Stadt Oberursel ganz massiv auf die Pelle rückt. Und ich glaube, dass es ein großer Vorteil von uns ist hier im Rhein-Main-Gebiet, dass diese Region polyzentrisch ist, dass man die Orte auseinanderhalten kann, dass man weiß, wo Oberursel beginnt und wo Steinbach endet. Und es sollte auch in Zukunft so sein. Und deswegen möchte ich keinen Siedlungsbrei und keinen Einheitsbrei, sondern ich möchte, dass die Städte in ihrer Wesenheit, in ihrem Charakter erkennbar sind. Das ist das Schöne. Dieser Reichtum und auch diese Vielfalt, die zeichnet uns aus, und deswegen möchte ich keinen Einheitsbrei. Ich will auf zwei Argumente nochmal eingehen, die ganz, ganz wichtig sind, damit Sie wissen, wo wir im Moment stehen. Es gibt zwei Hürden, die zu überwinden sind. Die eine Hürde, das ist die 400 Meter Grenze im Landesentwicklungsplan, die vorgegeben ist, rechts und links einer Hochspannungsleitung, so wie wir sie hier vorfinden, direkt an der Autobahn. Wenn diese 400-Meter-Linie bleibt als Abstandsgebot, dann wird dieses Gebiet höchst unattraktiv werden, das Frankfurt-Blatt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass in Wiesbaden weiter dafür gekämpft wird, dass diese 400-Meter-Abstandslinie auch erhalten bleibt. Und dass man diesen Sicherheitsabstand auch hält, aus Gesundheitsschutz heraus, aber auch um Konflikte zu vermeiden. Das wissen Sie alle, die schon mal sich mit Stromleitungen, Hochspannungsleitungen beschäftigt haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen ist es wichtig, dass der Jürgen Banzer und alle weiteren, auch ich, dafür kämpfen beim hessischen Wirtschaftsminister, dass es bei den 400 Metern bleibt und dort keine Ausnahme gemacht wird. Die zweite wichtige Hürde, ist die Mehrheit in der Regionalversammlung und in der Verbandskammer des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein-Main. Das ist normalerweise etwas für Spezialisten. Aber hier, dieses Jahr, nächstes Jahr, geht es für die Region um alles. Es geht um die Frage, wie wollen wir wachsen? Wollen wir noch wachsen? Wollen wir organisch wachsen? Wollen wir qualitativ wachsen? Oder wollen wir großflächig wachsen an einer Stelle mit all den Nachteilen, die damit einhergehen? Und wir lehnen Letzteres ab. Wir sind der Auffassung, ja, es muss in unserer Region auch Wachstum geben, aber das kann es auch geben. Das kann organisches Wachstum sein. Es gibt nach wie vor über 1500 Hektar Vorratsflächen auch für neue Wohngebiete. Das ist alles schon im regionalen Flächennutzungsplan drin. Das ist aber Aufgabe aller Gemeinden. Es kann nicht sein, dass alle Lasten an einer Stelle versucht werden zu lösen, dass alle Probleme an einer Stelle gelöst werden und dass hier vor unserer Tür direkt vor uns rechts und links einer 10-spurigen Autobahn. Und deswegen ist das eine Frage, die die ganze Region zu beantworten hat. Wir wollen sie beantworten, wir wollen sie so beantworten, dass wir solidarisch sind in der Region, dass jeder etwas wächst, dass jeder auch für sich entscheidet, an welcher Stelle, dass dieses Wachstum ein langfristiges, ein organisches, ein maßvolles ist und nicht an einer Stelle alles zu betoniert wird. Bitte helfen Sie mit, das geht jetzt in die entscheidende Phase. Innerhalb der nächsten 12 Monate wird das entschieden. Frankfurt rüstet sich mit allen Gutachten. Am Ende ist es aber keine Frage der Gutachten,
sondern es ist eine politische Frage, ob es eine Mehrheit in den regionalen Gremien gibt. Und diese Mehrheit, die ist keineswegs sicher. Ich glaube und teile die Auffassung von Jürgen Banzer, dass es im Moment sehr, sehr gut ausgeht für uns. Sehr, sehr gut aussieht. Und dass wir im Moment auch eine Mehrheit haben, nämlich der Region, die sagt, das möchten wir keinem zumuten, hier vor der Haustür an dieser einen Stelle 30.000 neue Einwohner, praktisch ein Mittelzentrum. Und deswegen helfen Sie in den nächsten 12 Monaten mit, sprechen Sie mit jedem, den Sie kennen, auch mit politisch Verantwortlichen, dass wir die Mehrheit dann finden gegen die Josefstadt. Ich danke Ihnen, vielen Dank.